So, und dann sind sie wieder, die Pyro-Pillemänner. Da sind sie wieder, ja, das stimmt. Wie ein Spruch, ne? Ne? Aber alles, also wir sind ja alles, ne? Ja. Aber wir sind nicht geizig. Nö. Ne? Sind wir nicht, oder? Nö, auf gar Wir keinen Fall immer. haben immer ein offenes Ohr und ein offenes Herz für alle Individuen dieser Erde. Genau. Und haben uns gedacht, hier, komm, ne? Machen wir mal richtig anfällig. Und Aber hauen mal raus hier die ein ganzen Potpourri an an Potpourri. Geilheit. Ein geilen Knaller. An Geilheit, ne? Da haben uns viele Sachen hatten wir da schon von, also von daher kann man die auch mal so in so einem Mix-Video rüber raushauen. Das ist einfach nur mal so zur Belustigung so. Ja, also auch So richtig gute zum Klamotten bei, ne? Also der Karton ist Ja. bis oben hin gerammelt voll, Einfach ne? Karton voll Spaß. Raritäten, bis die Möse qualmt, Ja, sag also wie ich gesagt, die dir. meisten Sachen hatten wir schon. Ja, alles schön bei hier. Den machen wir zum Schluss hier so einen schönen 70er Jahre Tiger Head. Keine Sorge, wir werden nicht jeden Knaller einzeln. Das wird, glaube ich, den Das dauert zu Rahmen lange. sprengen. Aber alles hier bei, ne? Hier Chomet, hier Dragon, alles hier. Oh, guck mal Oh, da. super. Oh, Alter, man muss sie bücken hier. Einen guten alten Feistel-Kubi. Ja, und eine schöne Ja, Sache. dann würde ich sagen, lassen wir direkt hier loslegen. Mal direkt hier Dann anhauen. fällt gleich wieder alles runter, du. Fangen wir mit so Oh einer mein Gott.90er Jahre altes Warnzeichen Vekomatte an. Hast du da einen Barcode-Reader dabei? Marco. Gucken, was da kommt. Vielleicht kommt da irgendwie, weiß ich nicht, die Geheimnummer vom Präsidenten der Vereinigten Staaten. Oder von Georg Richter, Alter. Wenn du den Barcode einscannst, dann kannst du mal Georg anrufen. Richter? Ey, haltet aus! Ja, haltet aus, hör mal. Wie ist es im Exil? Ne? Wie ist es in der Villa Germania, hätte ich fast gesagt. So, ja, ach komm. Ne, was soll's? Hau raus da, zünd Ja, an. warte mal, ich. Zünd an die Rasterlocken. Ja, komm hier, wieder hier. Ja, Pö weg. Gut weg, sagt er. Ja, ging doch, Hat ne? halbwegs geklappt, wa? Paket ist sogar noch ganz, kannst mit nach Hause nehmen. Ja. So. Oh, machen wir hier schön alte Tiger Head, Pyrokrecker. Jetzt weiß ich nicht, ob die aus den 70er sind oder Ende der 80er, das weiß man da ja nicht so genau. Gucken wir uns mal den Knaller an, dann könnten wir es vielleicht. Schön. Ja. Guck mal hinten. Ja. Tiger Head Style, ne? Ja, cool. Aus. Ich glaube, der ist aufgegangen. Ja, der ist gut. Der auch? Tatsächlich. Der muss ja noch länger festhalten. Ja. Die ist aber sehr empfindlich, die graue Lunte. Ja, die Mann, würde Mann, ich. Mann. Boah! Aber dann, die zwirbeln aber richtig. Wenn dann geht, ne? Und dann kommen sie gut. Klein, aber auch hoch. Ja. Ist ja genau wie unsere Pillemänner. Unsere Pillemänners. Klein, aber auch hoch. Aus. Die ist aber echt sehr, sehr, sehr empfindlich. Das ist natürlich. Auf jeden Fall. Ja. Aber die machen gut Lärm. Die machen laut. Lünz. Lünz. Ey, Hammer! Boah, das tut bestimmt irgendwie irgendeinem, der das guckt, wieder die Seele weg. Oh nein! Boah, Alter, garstig. Die sind garstig, ja. Richtig gute Dinger. Aber wenn man sie lang genug festhält, dann gehen sie auch. Ja. So, was haben wir noch? Würde ich sagen. Machen wir hier Bo-Piep. Yuen-Long Hongkong hier, ne? Und mit Telefonnummer, oder? Mit Georg Richter, Telefonnummer ist noch. Keine drauf. Doch? Ach, da ist die Telefonnummer, ja genau, dann irgendwas. Mit deutscher Vorwahl. Also 94. Oh, oh, schön. Schön oh. erstmal auf dem. Schön. Ach du liebe Zeit. Alter, schön eingesaut die Jacke, du. Wo kommt das denn her? Aber wenn das die Frau sieht, ja, wieder hier voll einge. Nächste Woche wieder stuhlt. Am Waschbrett. Hat er sie eingestuhlt. Boah. Oh, ja. Boah, Alter, ist. Eine Ranz, Alter! Ja, die sind mal richtig ranzig, ey. Boah! Ja, da geht Boah, auch Alter! Versorgen wir ganz das Auto! Ja, meine Schuhe, Alter! Alter, die ganze Jacke. Vor allem, das ist so klebrig, das Dreckszeug. Boah, und dann geht die schön in die Fasern. Die musst du waschen, Alter. Muss ich waschen. Keine Chance. Alter, meine Karre, wie die aussieht, ey. Alter, mir von am Arsch! Geht Knaller, ey. Boah! Was ist das denn hier für ein Ranz? Boah, leck mich Scheiß die am Wand Arsch. An. Im Arsch heißt das. Im Arsch, so. Alter, die schmeiße ich weg, die Drecksdinger. Komm. Tja. Ist die Brocken dreckig und dann gehen sie noch niemals, ey. Ja.
nicht wirklich toll. Richtig scheiße. Ja. Die sind richtig gammelig, die Dinger. Ach, der war schon besser, aber insgesamt Urteil. Alter, ey. Kannst du sonntags vor der Kirche, kannst du ihn nicht nehmen? Nee, auf keinen Fall. Danach siehst du aus so wie ich. Nur einfach mal hier. Bebola, Keller, graue Lunte. Die sind eigentlich immer ganz gut, ne? Ja. Ah, wieder so eine Zickzack-Lunte, ey. Ja, die auch prompt ausgeht. Die ist echt unberechenbar, da weißt du nie. Diese schnell. Ja. Oh. Die sind gut. Ah, die ging schnell an. Füll die weg, Alter. Ja, das ist scheiße. Das ist Müll. Gut, normalerweise würde man ja dann jetzt vielleicht nochmal die sammeln und dann aber. Normalerweise, wenn jemand zwar 15 Jahre jünger wäre, würde er vielleicht machen. Ja. Aber mein Chiropraktiker hat gesagt, hör mal. Lass nicht so viel heben. Pass auf die auf. Ja, beim Pinkeln auch nicht, nur beim Sitzen. Ja. Ne? Oh, das ist noch andere. Die sind richtig. Boah. Boah. Wenn, Alter. Alter. Ah. Die waren lauter als die Feier-Event. Aber hallo. Ja, jetzt haben wir auch mal was Schönes hier mit der alten Kometschwinge mit der gelben noch. Aha. Ein paar Gyros-Cracker hier. Ach, guck mal, Fisco schon. Ja. Ah. Ja, das ist wieder so eine. So ein Sprühfisco. Ja. Oh. Ja, gar nicht mal so scheiße. Schmeckt gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut. Boah! Gut, ey. Alter, schon. Alter, die zischen. Ja. Also, ich glaube, das Video geht eine Stunde. Mörder, die Schnipseln, ey. Haben wir nicht gesagt, wir wollen nicht alle knallen? Boah, machen wir. Alter, da sind noch eine Stunde dran. Ja, da ist aber schon noch viel Schrott dabei. Die sind aber gut. Die sind gut, das ist richtig. Ne? Immer nur Spaß. Alter, da magst du auch jeden einzeln zünden, weil die geil sind. Mhm. Die sind schön verbrannt, ey. Ja, aber Profikanäle tragen auch Handschuhe, ne? Aber wir sind doch keine Profis. Ja, eben. Ne? Stammlige Amateure. Oh, oh, oh. Shake it, Baby. Heute noch aus dem Titi-Twister mitgenommen. Hier so ein alter Feißel-Kubi. Keine Ahnung, wie alt er ist. Schon auch 80er Jahre. Das sieht auf jeden Fall recht gut aus. Ja. Ach du Heilige. Nee, direkt. Alter, den schmeiß ich weg, ey. Bin ich bescheuert. Ja, der ist am ja, Schmückeln. Kann sein, dass der schmückelt noch, der schmückelt noch. Ja. Naja, gut, ich guck schon mal nach was Neues. Ja, hier. Ich halt drauf. Ja, hier Bo-Piep. Feistel. Alte Feistel. Schön. Klamotten hier. Also immer noch am Ja, der am Glimm. Der geht seinen Weg, der Kollege hier. Oh, auch richtig schön. So. Aber das sind auch wieder so klasse Lunden. Schnellwisco. Vor allen Dingen, ja, nicht gedreht, ne? Die mit Gips drin. Guck mal hier, Doppellunte. Was ist das für ein Dreck? Haben sie nicht mal zusammengedödelt, ey. Oh, die müssen aber zackig wegschmeißen. Ja, auf jeden Fall. Weg. Oh. Oh, Alter! Alter, Bobby. Alter, wie fein die Schnipsel, ey. Ja, Hammer, ne? Mega. Das ist direkt Konfetti aus. Aus. Jetzt haben wir schon mehr aus als an, ne? Die brennt aus unserem. Wie schnell die angegangen sind. Pull die weg, Alter. Oh. Hui. Ein Pumper. Pumping Fonda. Ja, die machen aber trotzdem Spaß. Boah, Hammer, ey. Die gehen ja richtig ab. Boah! Alter, ey, das ist nicht mit zu spaßen, ey. Ne. Hammer. Richtig geil. Ja. Ne, die musst du weghauen, ey. Ja. Den in der Hand, ey, das ist Spaß. Ach, schade, letztes ausgegangen. Letztes ausgegangen? Mann. So, haben wir hier. Oh, guck mal hier. Komet. Superböller 1 von Yunlong Hongkong. Der auch. Das ist nur dieselben. Naja, aber kann ja sein, dass der Hersteller in NEC ist. Ne, beides die gleichen. Ja. Können wir auch mal machen, ne?
Monster. God damn. God damn it. Alter. Ja, jetzt fegen wir einmal hier den Platz durch, ne? So, was ist das denn hier? Dragonbanger. Fäustel. A-Knaller. Oh, der ist auch so ein bisschen ranzig. Uiui, Alter, was ist das denn für eine Long Don Silver, oder? Aber eine lange Visco, sowas sieht man ja auch nicht alle. Guck dir mal an. Ja, da hatten die wahrscheinlich noch Überschuss. Das ist ja wie in den 70er Jahren mit der grauen Lunte. Aber die brennt ja auch scheiße. Okay. Ja, für eine Kack-Visco. Die brennt ja wie graue Lunte. Aber die stinkt nicht so. Ja, aber auch. Ja. Kann man wohl mal machen. Ja, doch. Gut. Richtig gut. Ah. Ein bisschen Ranz ist aber schon. Ja, aber trotzdem. Boah, Alter, die ist so eine Kacklunte, die nicht angeht. So aus. Oh, eine grau, graue grüne Lunte. Eine grüne Lunte. Grüne graue Lunte. Ja, die grünen Lunten sind gut, wenn man die Sachen ins Klo unterspülen will. Habe ich mal einmal gemacht in der Schule. Das war, glaube ich, in der 9. Klasse. Da habe ich mir extra einen Knaller gebaut mit einer grünen Lunte. Und das Geilste ist, da war ich dann in der Schule, hab das dann Klo runtergespült. Ja. Irgendwie ist erstmal nichts passiert, aber das war zu leicht, dass das runtergeht. Ja. Dann ich rausgerannt und dann ist das Ding erst hochgegangen und mich hat direkt eine Lehrerin erwischt am Ausgang. Ja, direkt Schulverweis. Nee, echt? Ich durfte weitergehen. Die war irgendwie verblüfft. Ich so, boah, was ist denn da passiert? War da nicht. So, ja, genau. Ja. Und durfte direkt, oh ja, ich muss jetzt zur Schule, in die Klasse. Hier, Glück gegen B-Böller. Ich finde die immer noch. FKW Keller. Vom Design ist das für mich immer noch die Nummer 1. Ja, natürlich. Boah. Ja, geil. Und das Geile war, die konnte man auch mal mit der Visco, die konnte man schön in so einen Tümpel reinwerfen, ne? Und so eine Scheiße. Ganz genau. So, Komet. Rotschon, Hersteller. NN. Oh. Einzeln eingepackt. Ja. Schön. So, ne? Irgendwie 2000er Ware, aber noch gut. Bing. Ja. Richtig gut. Mhm. Ah. Das wäre diese Öllunte. Ja, boah, ich hab grad. Komm, ich mach den so. Ja, ich glaube, das ist auch egal. Toll, fast echt, ey. Wo ist gar nicht mehr drauf? Fast echt. Scheiß Internet. Fast echt, ja. Ja. Scheiß, ey. Meinst du, deins geht mittlerweile wieder? Na komm. Nimm mal hier so ein gutes Ritschratschfeuerzeug. Boah. Komm. Ja, mach. Mach, Alter. Willst du mich leiden sehen oder was? Nee, dann nehme ich lieber mein Superfeuerzeug, was ich schon seit zig Jahren habe, was ich vom Reinhold persönlich geschenkt bekommen habe. Ja, damals zum Muttertag. Und das Ding hält seit Ewigkeiten. Ich weiß. Das ist der Knaller. Das ist faszinierend. Das Ding hat echt ein Eigenleben. Ja. Nicht zugeschmuckt, was wir da schon an Knaller angezündet haben mit, ne? Auf jeden Fall. Aber der hat auch so eine schöne Düse. Ja, so schön lange Strahl. Ja, ja toll, beschieß mal mit einem neuen Wagen hier, ey. Neuen Wagen, erst vom Schrottplatz. Ja. Fuppen, ja. Gut. Ja, richtig gut. Ja. Bing. Was war das denn? Querschläger. Und nochmal Gyros. Tzatziki? Ja. Immer dünn Schissplatte. Boah. Also wie dünn sind die denn? Aber graue Lunte. Ja. Schöne graue Lunte. Ja. Das ist geil, das Feuerzeug. Das freue ich dir gleich. Geil. Scheiße, da müssen wir nicht alle zügeln von. Guck mal hier. Double Print. Ja. Ja. Oh doch. Mhm. Doch, sind gar nicht mehr so schlecht. Boah, die Lunte, ne? Ja. Nee. Das ist fast schon 70er Jahre Bauart, ey. Das ist schon fickerig hier. Fickerig. Ja, aber der wird auch schon wieder kleiner da, ne? Ja, das ist jetzt auch wegen Wind. Wegen Wind, ja. Ja, aber klar, der kriegt ja auch ein bisschen Schmodder ab. Ja. So ist halt nicht. Aber wie gesagt, da, den haben wir schon. Die gut verlangen. Ach hier, guck mal hier. Zum selber zusammenbauen. Ah, ne? Bausatz. Ist billiger. Da haben Yps drin. Yps-Heft. Ja. So. Ja, komm, dann machen wir auch mal ein paar von hier. Bo-Piep.
Ja, irgendwas da. Mit Grün. Oh, schon wieder hier. Nur graue Lunden hier, du. Mann, Mann, Mann. Wenn wir was haben, dann wir. Oh, garstig. Ja. Na, aus. 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 Platz. Sitz. Aus. Platz. Pff. Beiß in die Hoden. Ja, okay. Oh, große Streuung hier wahrscheinlich wieder in den Deck. Naja, komm rein. Komm ein noch. Komm ein noch. Komm ein noch. Den Scheiße. So. Was haben wir denn hier? Blackhead. Pyrobreckis. Breckis. Warum nicht? Aber mit diesen Tiger- oder Pantherköpfen, die da drauf sind. Das ist ja echt so Ami-Style. Ja, ja, Blackhead ist eigentlich aus Amiland, ne, das Label. Ist auch noch nur eine Scheiße. Schön, schön aus. Und nix. Nur Scheiße. Ja. Oh, hier mit dem alten roten. Oh, schön. Feistel, Cordova, Dragonbanger, graue Lunte, so wie es gehört. Ja. Aus? Ja. Warum? Wo war dran? Boah, Alter. Hammer. Ey, für so kleine Pissdinger, ne? Klassischer Bodenquetscher. Ey, ist unglaublich. Ja. Mega. Boah! Ja. Mega. Alter, da geht mir ein ab. Tick und Tourette. Ja. Potze. Das darf man ja gar nicht sagen, ne? Hast du das jetzt? Hab ich das? Oh. Ja. Ich hab nur laut gedacht. Doch, das darf man im Fernsehen sagen heutzutage. Ja, aber heute ist halt alles kein Tabuthema mehr. Damals hat man sich den Leute lecken, ficken, saufen. Ja. Damals hat man sich den Mund mit Seife, mit Kern, mit Schmierseife auswaschen müssen. Ja, heute ist, gehört das zum guten Ton quasi schon. Gehört das zum guten Ton einer Achtjährigen. So, jetzt haben wir hier A-Böller mit alten Weco-Getöse drauf. Boah. Mhm. Oh, das sind die. Nee. Naja. Oh. Ich dachte schon, das sind wir dieselben, die in dem richtigen Feistel-Pack drin waren. Ja, genau. Weco ist ja immer ranzig, ne? Egal, ja. Ob die. Oh. Ja, aber die sind aber so i. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ätzig. Ja. So ja, im so Gehörgang. Ja, richtig fies, ey. Ja, die sind zu hoch. Viel zu hoch, ja. Einen ganz heftigen Peak haben die, ey. So, am laufenden Band. Am laufenden Band. Ruhig, Kadel. Einer von zwei. Ja, gut. Ah, so, warum nicht? Ah, guck mal hier. Kevin allein zu Hause. Kevin Böller hier. Schon mal hier Abstand halten. Ja. Alter, wir hätten die da reingeschissen. Ja, aber ordentlich. Ja. Die haben da richtig in der Produktion da reingekackt. Ohne Scheiß. Schön die Jauchengrube. Alter, was ist das denn hier? Kevin. Müll. Sag ich doch. Ja, kann ja nicht gut sein. Tschüss. So schnell geht das. Freut sich der Städteentsorger. So. Ich würde eher sagen, die Blagen, die hier hinkommen am nächsten ja, Tag. Ja, eben. Für die wenn sorgen das, wenn wir. Die das überhaupt ja, nicht das machen, war ne? Wir früher. Ja, das machen die heute gar nicht mehr. So viel zu verwöhnt. So, jetzt haben wir hier Red Lantern. Ja. Fred Astaire. Bro Pieps. Ne? Pyro Brickies. Piep, piep, piep. Ich hab die lieb. Ich auch. Ja. Die können. Das soll hier gut sein. Wenn sie denn gehen. Wenn sie denn angehen. Ja. Alter Schwede! Das ist ja, ja. Gefährlich! Jawohl! Oh, ah, siehst du? Platz gefegt! Ja, geil, ne? Und die modderige Tonerde bleibt liegen. Ja. Wisst ihr? Sauber. So einfach macht das Mutter Natur. Gut ist, das Papier, das ist ja auch eh alles hier nicht klorfrei, bleicht und. Verwest und gut. Das verwest sowieso, also. Ja.
Die sind geil. Aber auch ein bisschen stechend, muss ich sagen. Ja, ja. Nicht so tief. Tief. Meinst du, haben die damals auch teilweise so BKS irgendwo verbaut? Hab's ja hier, ne? Von Moog da damals, die aus der Mitte der 80er Jahre da. Diese B-Böller in diesem komischen Blister da. Mhm. Da war das Schwarzpulver ja mit BKS angereicht. Ich glaube, in den 70er Jahren gab es das mit Sicherheit öfters. Ja. Definitiv. Das könnte ich mir schon vorstellen, ach, dass klar. Wir teilweise andere Mischungen gemacht haben. Natürlich, ja, meinst du, da hat damals noch drauf geachtet? B-Böller mit dem alten Crazy Chicken hinten drauf. Von Palüber und Söhne. Frisch verkorkt. Ja, Alter. Mmh, schön die Baustoffböller hier. Ja. Ist gut weg. Die können nicht sein. Die sind richtig fies hoch. Was jetzt schon? Wenn das denn da durch den Stahlbeton da überhaupt durchbrennt, die scheiß Visco. Die sind echt alle bescheuert, ey. Ja, ach du Scheiße. Auch ein Rotz. Ja, nicht überall, wo Dragon draufsteht, sind auch Bänger. Was ist jetzt das Wort zum Sonntag? Wort zum... Hey, wir haben ja Sonntag. Oh. Stimmt, ja. Aber ich bin seit den Weihnachtsfeiertagen total durcheinander. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was für ein Tag ist. Die waren ja mal Premium Deluxe mit 3 Sterne. Nicht. Dann nochmal Dragon Banger. Aber hier von Palüber und Söhne importiert. Grün-blauer Lunte. Oh, riecht ein bisschen nach Brathähnchen. Geht auch nicht. Das ist nur, weil du Hunger hast. Nö, eigentlich nicht, ich hab gut gefrühstückt. Also. Ah, diese Glüh, diese Öl-Scheiß-Kack-Tillemann-Lunze. Oh, dann ging mir gut. Oh, ja. Ich habe auch gut gefrühstückt. Zwei Kiwis, eine Orange. Oh. Dann habe ich mir noch einen Shake gemacht mit Tofu-Burger. Nee, dann habe ich mir noch einen Shake gemacht mit Braunhirsemehl, Hanfmehl und Süßlupinenmehl mit Wasser. Alter, und du lebst noch? Ja. Bei mir gab Brot mit Fleischwurst. Ja. Tja, bei mir nicht. Bei euch scheiß Veganer. Veganer. Bei euch sollte man mal 3 Tage im Keller sperren, und dann frisst ihr auch wieder alles. Lumpenpack. Lumpenpack. Was denn? Gestern haben wir noch einen Burger reingezogen. Ex-Gesindel, ja. Du musst das ja irgendwie einen Ausgleich haben. Das haben wir heute. Die gute Luft. Ja, sind wir ein bisschen down hier. Irgendwie kommt nicht mehr so gut. Komm, machen wir mal hier. Guck mal hier, B-Böller, Red Lantern. Red Astaire? Nee, ja. Red Astaire. Wie viele Minuten kann man denn überhaupt hochladen? Ich glaube, mittlerweile gibt es keine Begrenzung mehr. Ja? Du kannst mittlerweile ein paar Stunden. Ist scheißegal. Früher brauchtest du extra so einen Status dafür. Ja. Ich weiß aber ganz am Anfang. Boah, Alter, die sind ja mal geil. Da konntest du doch nur 10 Minuten Videos hochladen. Immer. Ja, ja, weiß ich. Da musstest du sie immer splitten, ey, und voll homo. Alter Schwede, ey! Was ist denn hier los? Ja, die sind mal richtig geil. Boah. Vorne sind 90er Jahre Knaller, ne? Hammer. Ja. Die sind ey, Alter, das ist ja mega Konfetti. Ja. Fast schon Rotringniveau hier. Ja, volle Pulle. Ja. Das sind Rotringe, die sind ausgeblichen. Ja, genau. Farbskala. Was ist das denn? Fiabo geil, ne? Hinten und vorne quasi. Gleich. Gleiche Papier, ne? Hammer, ne? Ja. Oh, sehr. Wir sind mal kurz. Ey. Alter, was sind da für Knaller? Ey. Hammer! Pyrotechnik Hamburg, Hersteller LKF, ja, alles klar, keine Fragen mehr. Ey, das ist ja. Ja. Das ist ja Megaporno. Das ist ja Mega. Alter, die Dinger gibt's ja gar nicht. Boah! Ja. Ey, das ist so brutal! Ey, das hat das Maß aller Dinge in B-Böllern. Ey. Boah, ich glaube, da ist ein Tropfen rausgekommen, ey. Einmal nur so hier in die Tüte reingegriffen und schon wieder so eine Karamelle hier. Andere B-Böller mit altem Weko-Getöse drauf. Ja, mal eben kurz den Strahlenanzug anziehen. Ja, boah. Aber ist wirklich bei denen immer. Ja. Immer. Ich habe noch nie eine Packung gesehen, wo das sauber war. Ehrlich, selbst wenn die gut waren, waren die scheiße. Ja. Mit Scheiße. Ja. Ne? Aber hier schon mit Sternchen, also hier mit Übergangs-Element da, ne? Ja, hab's schon drauf. Mach's an. Achso, ich so, ach ja, Fackel und sein Kind. Ja, da war doch noch was. Schnurzin geht nicht. Ja. Durchschnitt. Nix für den Spind, aber auch nichts für den Mülltonne. Scheiße. Ach. Erstens brauchen die 10 Stunden. Muss die auch mal angehen. Die Visco sitzt total locker.
Ach du liebe Zeit. Eine Sprühe. Die Öko-Böller vom Keller hier. Ja. Die geilen Öko-Böller, ey. Die geilsten Böller des 4000. Naja, an der Stelle kann man auch mal erwähnen, guckt euch mal unsere älteren Sachen an und geht nicht immer nur über das Handy, über den Browser, weil da kann man nicht bis zum Ende durchscrollen, haben wir mal gemerkt. Mal schön am PC sitzen, am PC. Ja, am PC oder so. Anmachen. Oder halt die Webversion aufrufen. Ja. Und wir waren gestern richtig platt, wo wir gesehen haben, wie viele Videos wir schon hochgeladen haben. Und da sind richtige Creme. Und wir haben hier um Videos bei, die wir gar nicht mehr kannten. Ja, total erschrocken. Also auf jeden Fall lohnt sich. Vor allem, da waren ja unsere Anfänge, da hatten wir noch viel bessere Sprüche drauf als heute. Ja, wir sind ja mittlerweile alt und müde und ja, fehl. Und eigentlich erzählen wir immer denselben Scheiß. Wenn ihr das, guckt ihr dann besser die alten Sachen nicht an. Nee, also. Dann denkt ihr, da haben wir schon alles erzählt. Wenn euch euer Leben lieb ist, lasst das bleiben. Aber wenn nicht, dann guckt euch hier an. Ja, jetzt hier, ne? Oh, Premium heute, wa? Rotringe B. Können wir auch einfach mal so nebenbei mal so weghobeln hier. Die sind aber mal richtig. Ja, das ist aber immer. Das war echt bei den Dingern echt so eine Sache. Die können auch richtig scheiße sein. Boah. Ja. Schmerzpulver scheint auch ziemlich schwandig zu sein, weil das so am Nachbrennen ist. Ja. Ne, das braucht ja mal gar nichts. Die sind nicht gut. Sehen gut aus, sind aber nichts. Geht, ist ja okay, aber man erwartet natürlich von Rotring was ganz anderes. Ne? Ja. Also da waren die gerade. Oh, aber der letzte! Ja, der letzte hat. Der hat sie gedacht, aber Kollegen. Nee. Nicht mit dem Commander. Ach, guck mal, hier sind noch welche, aber andere. Mit heller Aufschrift. Mhm. Gerade waren dunkel, jetzt wollen wir mal gucken. Die hier bestellt. Das ist ja Seidenpapier auch dicker, das heißt, das sind definitiv andere. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Lunte sieht aber gleich aus, aber eine dicke graue Lunte. Die sind ein bisschen andere. Ach, schade. Die gehen aber auch alle hier gut schön aus. Ja, ist eigentlich so ähnlich wie die da vorne. Ja, schnipseln zwar, aber. Das ist auch nicht so der Burner hier. Ja, riechen tun sie ja noch gut. Mhm. Das ist wenigstens noch das Geile da dran. Die sind, glaube ich, auch noch schlechter als die davor. Ja. Was? Ne, die waren nix. Die waren echt enttäuschend. Alter Schwede. So, hier, Blasted Cover, Bo-Piep. Bo-Piep Brand. Ja, wahrscheinlich schon Mitte, Ende 90er Jahre. Boah, ey, schon wieder, ey. Was ist das denn alle hier für ein Kack? Ja, kommt davon, wenn man die. Boah, was ist eine komische Lunte? Jahrelang die benutzt, ne? Mhm. Ja, gut. Sehen ranzig aus. Ja. Ja, die ist da so reingedrempelt. Ach Gott, oh Gott. Ja, genau, in meine Richtung, ja, warte mal. So. So macht man das. Jawohl. Ne, Herr Kaloin. Muss das Boot abkönnen. Oh, Alter. Jetzt haben die Kids sich alle gedacht, was macht der denn mal mit dem Knaller? Wieso bricht der in der Mitte durch? Ja. Was ist das denn? Boah, ey, dass sowas geht. Ja, dann macht er mal mit Nico und Phoenix und Chromet und Co., ne? Ja, im Leben nicht. Hui! Oh. Ein Savi-Schwärmer. Ohne Knall. Oh. Mix it, Baby. Ui. Boah, gut. Der letzte war wieder Granato. Ja, Granato Augusto. So, komm. Dann haben wir hier ein paar Kanonis. So, haben wir einmal Crazy Chicken. Zylindisch D. Ach, das ist irgendwie. Guck mal hier. Mhm. Oh. Du kannst ja Pillemann reinstecken, ey. Kannst du Pillemann reinstecken. War abgefallen. Ja. Noch einer. Keine Ahnung, ob der dieselbe. Sieht genauso aus. Scheiße, da ist. Oh, der war laut. Der war laut. Hat man die Kamera weg? Hier liegt noch ein Knaller. Oh. Ist ja nicht so, als wenn wir nichts hätten, ne? Hier noch so ein Komet.
So, was haben wir hier? Bootbeat. Das ist von Pfeife. Könnte ja auch noch gut sein, ne? So, einmal fegen hier den Raum. Ja. So, hier schon ab. Und mit grün, mit grauer Lunte und mit grüner Lunte. Da sind die abgeranzt. Die sind richtig schmontig. Ich glaube, das ist die Lunte raus. Nee, doch nicht. Ja. Der geht. Oh, der immer gut. Ja, war wohl nix. Nee. Bäh. Alter, die haben die ja noch im Scheißhaus gerollt, ey. Aber schön in den Pott getunkt. Immer gut. Boah, ja, ist schon laut. Bisschen stechen, aber geht noch. Doch, die war gut. So viel Weko noch, ey, scheiße. Hier mit Übergangs. Gedönse hier. Ja, okay. Guck mal hier. Obwohl. Alter, was ist denn da los? Die ersten, die mal nicht spannend sind. Guck mal, die haben beim Chef in der Vitrine wahrscheinlich gelegen. Ja. Dann sind hier die nämlich. Oh, die sieht richtig gut aus. Ja. Das ist die Vorführware hier. Siehst du? Ja, aber die glänzen die sogar noch richtig. Alter. Das ist immer eine Seltenheit jetzt hier. Ja. Was ist denn da hinten drin? Ist da Wachs drin oder was? Kleber. Krass. Ja. Krasser Scheiß. Mhm. Oder haben sie die lumpen lassen? Mhm. Schön, die Vorführware. Die sind auch gut. Oh, die sind sogar, ne? Ja. Die haben sie in Georg geschickt und haben gesagt, hör mal Junge, genau so sieht hier das Päckchen aus. Ja. 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 Da kommen wir mal hintereinander weg hier. Aber die zerfetzen nicht komplett. Ja, ist doch schon 90er Jahre Ende. Oh, Alter, wir sind schon bei 32 Minuten, ey. Das ist ja hier, glaube ich, das ist jetzt längste Video jetzt längste hier. Längste Knaller-Video, das er jetzt hat. Aller Zeiten. So, wieder Bo-Piep. No. Lung Hong. Mit Bo-Piep Brand. Brand? Brand. Wildbrand. Ah. Wo ist denn hier? Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh, Mikro. Mikrolunte. Eieiei. Oh. Die? Und die Fetzen. Aber hallo. Ja. Oh, und Pumpen. Pumpen. Boah, Alter, ist das wieder ranzig, das Zeug. Siehst du auch schon wieder aus wie ich sehe aus, ey. Wie du hier, wie geleckt, gerade auf dem. Ich kann mir wieder hier zum Horst machen. Ja. Kann man wohl machen, ne? Mhm. Oh Gott. Oh Gott. OMG. Ja. Kevins Arschlochbüller. Apropos Arschloch. Oh, hast du ja mal gehört? Wir sehen aber noch relativ gut aus und die haben sogar noch eine graue Lunte. Ich werde gekloppt. Aha. Die, aber hinten so voll der komische Angelton, eben richtig knüppelhart. Ja. Ne, ist keine graue Lunte, ist nur ranzig. Ist nur ranzig. Die mies, die Teile, ne? Echt, du Kevins, das ist absolut ein Gammels, ey. Da gibt's auch nichts Gutes. Ja. Aber wenigstens haben wir noch einen Fischer gesehen. Ja. Haben wir hier Bo-Piep? Bo-Pipe? Irgendwas mit Schrift hinten drauf? Und graue Lunte mal wieder. Komm, jetzt mal wieder was hin. Ja. Sonst ist die gut. Oh, was war das denn? Oh, was war das? Ja? Der war so, weißt du, wie er geklungen hat, wie damals an der Rohre, wenn du da so Knaller reingeworfen hast. Ja, genau. Mhm. Ja, der ist auch gut. Da sind wieder alle Klangfarben vertreten hier. Ja. Jawohl, schön hier. Da ist auch so Gipsscheiße drin, ne? Die sind auch wieder richtig auch mies. Eigentlich richtig kacke eigentlich. Alter, ey, die haut dich ja jeder weg hier. Was für ein Schrott. Naja. Auch nichts Schönes. Oh. Weco A-Böller, die hatten wir doch schon. Komm, machen wir mal ein, vielleicht sind die anders. Na. Ja.
Nee. Yep. Oh! Oh, Alter, der war gut. Schön. Mhm. Boah, Alter. Da hast du mal den Sprüher gesehen, der Schwarzpulver da drin war. Ja. Richtig fett, ey. War gut. Weco. Wollen wir jetzt weiter hier, wenn wir schon mal dabei sind, aber mit grünem Punkt schon, altem Warnzeichen. Ja. Boah. Da glaubst du doch noch nicht, ey. Alter, guck dir das an. Alter, da ist ein ganzer Garten drin. Ja. Wie gesagt, die Chinesen, die schmuggeln ihr Land Stück für Stück hier hin. Ja, echt. Staatsgrundverlagerung. Ja. Nicht, dass wir irgendwann so Steuern für bezahlen müssen an die Chinesen oder irgendwelche Abgaben machen. Oh, hast du gehört, du? Oh. Hast du den gehört? Das war ja... Der war so laut, du. Der war schon... Der war ja fast schon wie die Ökobüller. Mörder. Mördergeräte. So, haben wir jetzt die ganze Weco-Scheiße weg hier. Oh, jetzt nähern wir uns auch schon dem Ende. Müssen wir die noch eben weghauen hier, die Ranzo Fantastikbüller hier. Geht sogar. Das sind genau dieselben Jo. Das sieht an, Alter. Das ist so Das war nur noch einigermaßen Wand, aber die sind so schammelig verarbeitet hier. Oh. Schon Schlimmes was gesehen. Aber auch besser. So. Oh. Stechend irgendwie. Ja, Verarbeitung ist richtig kacke vorne, da wo das zu geknotet ist. Echt richtig. Das komplett vergessen. Aber gemein, das ist schlecht. Komm, dann hier Bo-Peep mit Red Lantern. Boah, die sind bestimmt gut. Meinst du? Ja, wie auch immer. Schauen wir mal. Schon Viskose. Nur mal sauber. Aber die sieht gut aus. Ja. Boah. Schnipseln zwar, aber Schnipsel in den Mund. Facial. Ein Böller-Facial. Die haben wir auch wieder ein bisschen hochgekönntig. Nein, mag ich nicht. Tut weh auf Ohren. Du bist ja ein Sensibelchen. Ja, du Sensibelchen. Oh. Das merkst du jetzt erst nach so vielen Jahren, ne? Hast du nie hier meine sensible Seite kennengelernt, ne? Ja. Immer nur gesagt, Reinhold, ihr alten Penner hier, ne? Ja. Kenn nur die Idee. Wohl ab. Der hat keine Gefühle. Genau. Ja. Ja, olle Pillemann, ey. Ja, die mochte ich nicht. Der hat mir geschmeckt. So, jetzt haben wir noch Dragon Banger D. Oh. Alter. Oh, was ist das denn? Ja, schön mit altem Feistel. So ein Mini-Logo. Im CinemaScope Design. Im Breitbildformat. Und ich glaube, da ist auch das rote Feistel auf dem Böller drauf. Nee, aber Alter. Nein. Trotzdem mal, ey, Sachlichkeit in Perfektion. Ja, genau. Ne? Das ist so deutsche Bürokratie. So die Industrieschrift hier, ja, so, ne? Genau. Schön klotzig. Schriftart Industrie. Oh, geil, ey. Ich finde das einfach und nur geil. Schön. Mega. Ja. Da verspreche ich mir jetzt ja viel von. Bitte, geh. Nein! Hatte ich schon so lange gewartet, ey. Es ist mit dieser grauen Lunte echt die Pest. Manchmal. Ja, und dann gehen sie nicht mehr jetzt. Weg? Ja, was willst du machen? Hm. Mal einen hinstellen. Ach, guck mal, da geht sogar. Glimmt auf jeden Fall noch. Willst du mal einen hinstellen? Ja, kann ich mal versuchen. Ja. Haben wir dann mehr Glück, bevor die Radkanner geht. Kann man auch Ja. Ja, die hier läuft die Scheiße. Ja, toll. Also liegt nicht an deiner Wurftechnik, sondern Pülle mal weg. Dann komm, letzter Versuch. Letzter Versuch. Ja, da freust du dich auf so ein Pack, ne? Und das sieht auch augenscheinlich echt gut aus. Aber. Ja, guck mal, schon rausgegangen. Was ein Scheiß. Ja. Ne, das war ein Totalversager. Schade, eigentlich. Ja. Gut. So, sind wir fast durch. Wir sind fast durch. Wir sind schon an der 40-Minuten-Grenze.
Ach, schade, ich dachte, wir machen 2 Stunden. Oh, Alter, hier, richtig was Seltenes. Dragonbanger. Guck mal hier. Das siehst du so was, nicht. Was ist das denn? Das ist eine ganz eigenartige Feuerwerksfabrik. Keine Ahnung, kann ich hier nichts zu sagen. Kenn ich gar nicht. MM oder HH oder ist das? Das kann man kaum lesen. Ich weiß, HH, NH, MH oder ja. MH könnte das sein. Kennt keine Sau. Ich hab mal irgendwie recherchiert oder hab mal recherchieren lassen. Der hat mir das auch zurückgeschrieben. Ist aber relativ selten und siehst du so eigentlich gar nicht. Keine Ahnung, was das für Teile sind. Sieht auf jeden Fall richtig selten aus. Da steht ja da irgendwie noch mehr drauf. Ist wahrscheinlich dasselbe. Ja, nö. Was? Tiger Head? Ja, klar, hier, so. Ne? Aber da, Tiger Head. Mug Nico. Ist auch selten, dass da wirklich Hersteller Tiger Head Brand ja, ne? steht. Ne? Normalerweise sieht man das ja immer nur. Aber wie gesagt, dieses Ding auf der Rückseite hier. Das ist halt ein Fake. Nein. Kann mir nicht erklären. Was weiß Haben ich? Die Chinesen von den Chinesen kopiert. Sieht so ein bisschen hier so nach Freimaurer aus oder so hier, ne? Oder Steinmetze, wo wir natürlich Mitglied sind, ne? In beiden Logen. Ja. Ne? Ehrengäste quasi. Deswegen haben wir ja den ganzen Scheiß hier. Kommen wir da aber dran. Die fragen uns ja mal, wo kriegst du die Klar, ja, ihr. Die Verrückten. Ja. Die Hunde sieht aber scheiße aus. Mhm. Ich will immer sofort weg. Boah. Genau. Siehst du? Ja. Ach du Scheiße, was sind das denn für Kackteile? Ja. Da haben wir schon lautere A's. Du verspießt ja echt so viel, ne? Und dann ist das so ein Kack. Kann kaufen. So, hat sich jetzt gesteigert, aber dafür, dass das so eine dicke Wurst ist, damit die so geil aussehen, steigern sich, ne? Aber der war mir jetzt auch schon wieder zu fiepsig. Ja, mir aber auch. Ist okay, aber. Och, ja. So, und jetzt hier Creme Deluxe. Einer ist da noch, ja. Hier den Premium Deluxe, nur in Holland gekauft, mit ein bisschen Dope zusammen. Ah, ne? Das Koks ist auch noch da dran. Ist auch noch dran. Hier, 70er Jahre, Tigerhead, oder was, ey. Super Böller 1, guck dir das Ding an. Das zünden wir auf jeden Fall auf dem Boden, das wäre zu schade. Weil die ist hier schon so ein bisschen verlegen. Ah, okay. Der geht, wissen wir nicht. Ja, soll ich den auf dem Boden? Ja, würde ich sagen. Ne? Guck mal, da habe ich die Ehre, den... Ja, ich zünde ja immer nur den ganzen Gammel hier. Ja, genau. Das ist natürlich für die wichtigen Dinge zuständig. Ja. Wenn es drauf ankommt, weißt du, da kann der Rhein auch nicht so mit, weißt du? Hoffentlich zündet der, weil die Lunte sieht da oben so kacke aus. Schlapperig. So, das ist der Abschluss. Boah! Alter, was war das denn? Ey, ich habe jetzt richtigen Hörsturz. Ohne Scheiß. Ey, kein Witz. Ey, das ist so auf die Lauschlappen gegangen, ey, da flattert die Buchse, ey. Alter, ey. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, den habe ich von dem Designer der Funke-Labels. Schönen Gruß, mein Freund. Hast du mir was Schönes? Alter, was ist das denn gewesen? Vorbeigebracht. Ich war da laut. Ich glaube, da war BKS drin. Ey. Ich meine, das sagte er, glaube ich, sogar. Du hast mich doch gerade noch gefragt, wo BKS. Ich glaube, das war so ein Kandidat gewesen. 70er Jahre, Superböller 1 irgendwie. Ich glaube, da war definitiv... Alter Schwede, ich höre immer noch nicht richtig, ey. Immer noch fiept mir in den Ohren. Ah, gut, Ohrschmalz hat sich gelöst. Ja. Kommt, bröckelt jetzt langsam raus. Boah, ey, das ist ja Knaller. Besser hätten wir den Spannungsbogen nicht ziehen können. Hammer. Also, das ist ein würdiges Ende, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ich bin sprachlos. Der Reino muss erstmal... Ich muss immer die Buchse tauschen, ey. Unterbuchse tauschen. Definitiv, da war definitiv Flashpunkt, BKS, wie heißt das Zeug? BKS, Flash, ey, das ist, ich komme hier aus dem Staunen raus. Unfassbar. Ich dachte erst schon am Anfang so, na? Ja. Und dann, Alter, so eine Granate, unfassbar. Ja, ich hoffe, das Longplay. Haben wir vorher, genau, Silvester-Longplay. Silvester-Longplay. Quer durch die Jahrzehnte. Ja, da könnt ihr euch schön auf der Couch zurücklehnen, vorm Kamin oder wie auch immer. Und dann braucht ihr nicht immer wieder hier ein neues Video drücken. Schön, ganz Kopf jetzt mit Gulasch mit zum Sofa nehmen. Ne? Ja. Und dann könnt ihr euch da gut gehen lassen. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Ein paar Klöße kalt fressen. Ja. Ne? Ja. Kannst du auch in Gulasch dunken. Ja, kannst du auch. Ja, klar geht das. So, ja. Jetzt die 15 Minuten? Nee, 45, aber das reicht schon. Das ist genug. Ey, wer will denn überhaupt so viel Scheiße sehen? Keine Ahnung. Aber das ist immer so, wenn ich immer da denke, so, das ist halt mega geile Video, das muss jetzt hochladen, dann ist das voll der Rohrkrepierer, ne? Dann guckt das keiner. Ja, ne? Genauso mit den Killer-Superböllern, die wir da mal, weiß ich nicht, eigentlich lächerlich,
wie die Leute sich angeguckt haben. Ich dachte, das Ding geht durch die Decke. Dafür geht irgend so ein Gammel irgendwelche Scheißvideos mit irgendeinem Käse. Keine Ahnung. Aber naja, interessiert mich auch nicht oder uns nicht. Ist kannst ja bei dem Video am Anfang so einen kleinen Text noch reinmachen, auch mal das Ende angucken. Lohnt sich. Ja, aber weißt du, das spulen ja, die alle vor, ne? Das Problem der heutigen Generation ist ja hier fast forward, ne? Dick. Kein Bock, keine Zeit. Ja. Ja, was soll ich. Ne? Unser eins musste damals auch Spiele von der Tassette laden. Da warst du zwangsläufig dafür. Da konntest du gar nichts anderes machen, außer warten. Da warst du verdammt. Und wenn du Pech hast, musstest du immer 5 bis 10 Minuten warten, bis so ein Spiel geladen war. Oder gar nicht. Oder du hast 10 Minuten gewartet und hattest im letzten Moment einen Fehler. Genau, weil die Aufnahme scheiße war. Genau. Oder einer gefurzt hat im Raum. Mhm. Mhm. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Da wurde Fett noch mit Öl geschrieben. Ja, ich sag nur, klug, K-L-U-K, klug. Ich bin so klug. K-L-U-K, ich meine G. Ah, ihr Spackos. Ihr Spackos, ey, seid rutsch gut rein oder ihr seid schon reingerutscht, wenn ihr das guckt. Rein, raus, auf, wie auch immer. Ne? Aber have fun, würde ich sagen. Genau. Ne? Ja, YOLO sage ich da nur noch. YOLO? You only live once. Ich kenne nur Rollo. Rollo? Ja. Rollo kenne ich auch. Plumzieher. Ja. Kann ich auch nicht mehr essen, kann ich nur lutschen. Nur zwischen den Arschbacken klemmen. Oh, das zum Erwärmen ist das ganz gut. Mhm. Hm? Ja. Naja, machen wir mal. Also 2-3 Stück, passt das rein und dann wartest du eine Viertelstunde, dann ist das genau jetzt weißt du, was der Helge und der Reinhold gleich hier machen. In der schön Kamellen in der Ritze. Ja. Genau. Schön Analintruder. Analkantintruder. Aber hör nochmal, Herr Pest, bitte zum Fäkalkollektoren. Was war das denn nochmal? Weißt du nicht mehr? Nee. Ich weiß nicht mehr, irgendeiner hatte doch bei... Der Dingenskirchen, der unser Chamäleon-Mann, der hat doch bei Praktika gearbeitet. Stimmt. Aus dem wahren Leben. Ja, ja aus dem wahren Leben. Nee, das ist aus dem wahren Leben. Herr Pest, bitte zu dem Fäkalkollektor. Alter Mörder, du mal. Ja, da gehen wir jetzt auch hin. Ja, genau. Ja. So haben wir jetzt die 15 Minuten? Nee, wir sind bei 47. Da kriegen wir auch nicht mehr voll. Nee. Da kriegen wir mit Seemannsgarn und Scheiße gar nicht mehr gestopft, das Loch. Ne? Ich sag mal, wir sind da gut in Löcher stopfen. Ne? So ja, aber, an sich schon, ne? Da kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, also machen wir viel und gerne. Ja. Ne? Schön, Schokotunnel. Ja. Ey, da fällt mir gerade einer ein. Wo habe ich den schon gebracht, denn mit der Kirchenmaus? Der Kirchenmaus? Aus dem Schwulen? Nee, glaub nicht. Also, so, ja, ich bin hier wohl, hau raus. Habe ich den noch nicht gebracht? Nee, glaub nicht. Also, jetzt hier nichts gegen doch, Randgruppen doch. Und Minderheiten ja, doch, und was weiß ich selber, was. Wir sind selber die Randgruppe. Ja, eben, darum. Und daher also, das ist jetzt schwarzer Humor und ich glaube, da dürfen wir bringen. Und zwar, wo ist der Unterschied zwischen einem Schwulen und einer Kirchenmaus? Ja. Weißt du nicht, ne? Ja, weißt du schon, aber... Nee, weiß ich wohl. Nicht. Ja, gut. Und zwar... Jetzt versau den nicht. Wie deine Schwester, die du so liebe Kuh. Die keine Witze erzählt. Ja, warte. Ganz so ruhig, pass auf. Ja. Okay, wo ist der Unterschied zwischen einer Kirchenmaus und einem Schwulen? Die Kirchenmaus scheißt in der Orgel und der Schwule orgelt in der Scheiße. So sieht er nämlich mal aus. Ja, dann lass uns mal gleich orgeln, ne? Klassiker. Ja. Dann hol raus den Riemen auf die Peitsche. Ja, aber der ist gerade so... So geschrumpft. Wieso ist schon wieder. Ja, ich hatte gerade so. Ja, von dem letzten Knaller, Alter. Da ist alles direkt eingezogen. So langsam? Ja, so langsam sagt er wieder Hallo. Der war aber echt Mörder. Ja. Nee. Ja, dann haben wir doch fast schon das Loch gestopft. Wir sind jetzt schon bei 49, Alter. Ja. Ein so ein doofer Witz, weißt du? Oh, immer noch eine Minute. Ja, ey, boah. Naja, dann machen wir nicht. Komm, dann machen wir extra jetzt. Sollen wir jetzt bei 49, 59 aufhören? Ja, genau. Aber es ist ja immer so eine Latenz von einer Sekunde. Ja, das weiß ich nicht. Also so präzise bin ich da jetzt auch nicht. Ne? Ich glaube, jetzt guckt auch keiner mehr zu. Wir labern natürlich alle nur für uns den ganzen Senf. In 20 Jahren können wir uns das selber dann angucken. Senf und mit M und P natürlich. Ne? Ja, Senf. Ja, normal, ne? Ja, klar. Ja, dann würde ich sagen, wir sind jetzt erstmal raus aus der Nummer hier. Da sind wir raus. Ach, guck mal. 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1.